Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Bevor es losgeht, eine kleine Sache, die ich klären muss, nämlich, dass diese Aufnahmen, die ich jetzt gerade mache, sind es jetzt noch Aufnahmen, bevor das Halloween-Event von The Long Dark startet. Wenn ihr dieses Video seht, ist dieses Event schon längst vorbei. Ich glaube, dann haben wir Ende nächster Woche, also Anfang November sozusagen und die Ende der Woche da, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, nur so als kleine Orientierung für euch, dass das für mich jetzt noch, heute ist für mich Donnerstag, der 27. Oktober und morgen startet das Halloween-Event. Da ich das dazwischen schiebe oder dazwischen geschoben habe, es ist ein wunderbares Paradoxon gerade, ein Zeitparadoxon, das ist lustig. Das ist sehr lustig. Ich wollte nur euch kurz anmerken, dass das für mich jetzt noch gerade vor dem Event ist und noch in der Vorproduktion, weil ich nächste Woche die halbe Woche nicht da bin. Und ja, ich will, dass ihr Parts habt und jetzt kam dieses tolle Event dazwischen, das wirklich cool ist, aber jetzt bringt es bei mir alles durcheinander, aber nicht schlimm. Aber ich wollte es euch nur mal sagen und wir machen jetzt heiter weiter hier in unserem verhungernden Zustand. Wir sind müde, 2 Stunden Tageslicht. Ich kann mich erinnern. Wir sind müde, ein bisschen durstig. Und an was ich mich auch erinnern kann, ist die Tatsache, dass ich dafür gestern extra für dieses Halloween-Event habe ich schon eine kleine Karte vorgespielt und habe das allererste Mal alleine ohne euch The Long Dark gespielt. Und ich musste sofort mit der Bügelsäge, können wir das machen? Das ist interessant. Ich will das mal machen, aus Gründen. Wow! Und muss sagen, dass ich komplett anders gespielt habe. Irgendwie ist man auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich war auch ein bisschen angespannt, sehr seltsam war das gewesen. Aber ich habe auch irgendwie mehr Haut drauf-mäßig gespielt. Also hier ist es. Ich würde niemals, so wie ich gestern gespielt habe, so in einem Let's Play spielen. Einfach aus Gründen, dass ich zu sehr Angst hätte, dass. Wir da irgendwie. Ja, dass ich meinen Spielstand verliere, was ich ja nicht möchte. Wir legen uns gleich schlafen, keine Angst. Aber es war mal ganz interessant zu wissen. Und was ich halt rausgefunden habe, ist, dass es wirklich etwas bringt, die Sachen komplett zu zerlegen. Also auch so Kisten, die rumstehen, selbst wenn man das nicht sieht in dem Moment, also wenn man in die Ecken reingucken kann. Und will ich den... Warte mal, Werkbank? Werkbank? Sehe ich überhaupt? Da ist die Schublade. Da ist gar nicht mehr so viel Platz. Ich überlege, ob ich den Schrott einfach auf den Boden knalle. Ja, komm, wir knallen den einfach auf den Boden. Ja, dass selbst dann passieren kann, dass da noch was rauskommt, aus der Kiste rauskommt oder was dahinter ist. Also könnte vielleicht hier irgendwas sein. Deswegen würde ich gerne anfangen, die Sachen ein bisschen auseinanderzunehmen hier. Das können wir nicht auseinandernehmen. Nur den Karton hier, ne? Das wirklich war sehr interessant zu wissen. War cool. Und wir machen jetzt aber mal hier, ist ein bisschen durcheinander, ich habe mich wirklich, es ist blöd, ich kann gerade über das Halloween-Event erzählen, obwohl das schon dann so lange hin ist und ich bestimmt im Halloween-Event über das Halloween-Event rede. Ich habe mich so gefreut, ne? Ich bin halb ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Okay, 51, die sind alle noch nicht. Fand ich so toll, weil ich weiß nicht, wie oft habe ich schon erzählt, dass... Wie cool es eigentlich wäre, wenn wir mehr zu essen hätten. Wir brauchen unbedingt irgendwas. Wir haben so den ganzen Tee hier drin. Den müssen wir mal rausschmeißen. Oh, ja, wir brauchen irgendwie irgendetwas, um Sachen zu töten. Ich hätte nichts dagegen, auch einen Wolf oder so zu essen. Wäre ja alles nicht so jetzt das Problem. Aber wir bräuchten halt irgendwas. Klar, wir könnten jetzt auch auf Haut drauf uns angreifen lassen von einem Wolf. Vielleicht verblutet der dann und stirbt. Schrecklich stirbt er dann. 5 Stunden Tageslicht, die sind müde. Damn it.
So hungry. Ich will mal kurz was gucken. Na, nein, nee, so, da will ich lang. Und was müssen wir machen? Ich finde, wir sind immer noch ein bisschen holperig, aber es tut mir leid, ne? Ich bin ja noch nicht so erfahren, was den Stalker-Modus angeht und überhaupt Sandbox. Aha. Aha, aha, aha. Ach komm, ich habe jetzt überlegt, ob wir vielleicht mal in der Nacht rausgehen, aber vielleicht sind wir einfach noch nicht in der Position, in der Nacht rauszugehen. Ich weiß es nicht. Der hat 100 Kalorien. Der ist mir aber ein bisschen... Ich trinke jetzt nochmal die Limo. Weil ganz ehrlich, trinken können wir uns eigentlich immer irgendwo machen. Sollten wir vielleicht auch mal langsam wieder irgendwie. Und 5 Stunden. Das ist schon wieder ein bisschen zu viel. Ich mache jetzt mal 4. Und vielleicht kann ich von dem Rest nochmal... Soll ich nochmal Wasser kochen? Ich weiß gar nicht. Oder hat mich schon Wasser irgendwo eingelagert? Irgendwas? Wollte ich nicht irgendwas machen? Ich bin immer äußerst gut sortiert und weiß immer total Bescheid. Den Kräutertee will ich da aber nicht reinmachen wollen. Den Kräutertee mache ich, glaube ich, mal separat hier rein. Ein Tee nehme ich mit, aus Sicherheitsgründen. Oh Gott, wie wenig wir haben. Das ist schrecklich. Aus Sicherheitsgründen. Ja, das sieht alles gut aus. Die Notfallspritze habe ich drin gelassen. Wir müssen noch das Buch erforschen. Aber das wäre mir lieber, wenn wir das machen könnten mit Essen im Bauch. Das wäre mir auch lieber für die Enna, für die gute Enna. Ja, wir müssen ja auch Sachen... Also ich würde hier dann gerne, wie gesagt, ich versuche gerade ohne... Es ist gerade sehr dunkel bei euch, ne? Ich sehe es auch nur alles schemenhaft. Ich möchte aber gerne nochmal ein Feuer machen. Ja, ich denke schon, ich würde hier gerne noch ein paar Sachen auseinandernehmen. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere. Ich würde auch gerne mal zu dieser kleinen... Ich würde gerne die Gegend wirklich mehr erkunden. Nur es ist halt immer ein bisschen schwer, ne, wenn überall irgendwas rumläuft und feucht und fleucht. Wenn man das damit verbinden könnte, die dabei zu töten, wäre das ja gar nicht mal so schlecht. Aber meine Hoffnung ist, irgendwo halt noch ein Kadaver oder irgendwas zu finden, dass wir aus dem halt das Fleisch bekommen. Das wäre ja ein Traum. Achso, ja, war ich weitergeredet wegen dem Halloween-Event? Ja, dass ich immer erwähnt habe, dass Long Dark ein super gutes Gruselspiel wäre, wenn es dunkel ist. Und auf einmal hauen die sowas raus. Total toll. Habe ich mich mega gefreut. Ach ja, ach ja, ach ja. Aber das Halloween-Event ist ja jetzt schon vorbei während dieser Aufnahme. Also nicht während der Aufnahme, sondern während die läuft. So, jetzt... Na, Anna, mach hin. Zedernholz, Stockbuch, Gesangsbuch. Schmerzen wir uns mal noch mal ein wenig Wasser. Das kann ja alles immer nicht schaden. Wasser kann man nie genug haben. Und währenddessen wird es hoffentlich hell draußen. Wäre richtig gut. Obwohl ich in diesem Sandbox-Modus, den ich für das Halloween-Dings angefangen habe, feststellen musste, dass es auch Nächte gibt, die wirklich eigentlich gar nicht so dunkel sind. Gerade wenn Sternhimmel draußen ist und klares Wetter, kann man sich draußen wirklich aufhalten. Ohne Probleme sogar. Aber ja, es ist auch eher eine Seltenheit, gerade auf dem Modus hier. Und ich möchte mal kurz was machen. Nehme ich mir noch eine Magnesiumfackel mitnehmen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gute Idee, Annika, sehr gut. So, jetzt latschen wir mal hier nach oben. Ist immer lustig, wie es da so durchflackert. Magnesiumfackeln war noch hier drin, oder? Ja, sehr gut. Habe ich noch Lampenöl eigentlich? Ah, nee, brauchen wir jetzt auch nicht dringend. Lassen wir das. Habe ich mir jetzt eine Fackel mitgenommen? Ja. Gott, oh Gott. Verwirrung. Ich bin sehr verwirrt zurzeit. Ist alles so
dezent durcheinander. Aber es wird schon. Wo laufe ich denn jetzt lang hier? So. Also hier haben wir noch einiges eigentlich, was wir, glaube ich, auseinandernehmen können. Hier sind noch diese, hier sind noch Paletten. Oh, toll, jetzt bin ich den besten Weg gegangen. Okay, komme ich hier nicht durch? Doch, wollte gerade sagen. Ich würde mich gerne hier noch vor der Station eigentlich ein bisschen umschauen. Außer hier läuft jetzt natürlich Wolf, Bär. Wir haben ja vorhin gehört, da hat ein Wolf geheult. Wo ist denn die Tür? Oh, es ist so hell hier. Ich hoffe, draußen ist einigermaßen gutes Wetter, dass ich überhaupt was sehe. Ja, ist okay, sobald man hockt, sieht hier alles ganz anders aus, ne? Ich überlege gerade, ob ich was höre. Nee, ich höre nichts. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier waren wir noch gar nicht. Als ich hier mal hin wollte, kam uns ja Herr Bär in die Quere. Also, minus 28 Grad, ja, gut. Geht eindeutig wärmer. So, hier hatten wir auch nochmal Paletten. Ich versuche ein bisschen, bin gerade angespannt. Ich habe immer Angst, dass hier was rumkommt. Ah. Okay, hier ist nicht wirklich viel. Schade, vielleicht ist da beim Steg noch irgendwas. Aber sieht nicht danach aus, ne? Oh, halt so ein bisschen die Gegend absuchen. Das wäre wirklich ein großer Wunsch meinerseits. Uns fehlt halt noch so viel Zeug. Wir sind immer noch nicht, finde ich. Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist noch schlechter. Er greift uns an, er wird uns angreifen. Der wird uns angreifen, der wird uns nicht angreifen. Wenn er uns hier angreift, wäre lustig. Boah, da fängt schon das dünne Eis an. Willst du mich verarschen? Also, Entschuldigung, aber will mich das Spiel verarschen? Was ist da denn los? Hä? Da ist dünnes Eis? Herr Jemine, was ist denn da los? Gut, gut, gut. Das Problem ist, wenn selbst wenn nicht dem Wolf, dass er uns angreift, heißt ja nicht, dass er hier verblutet. Er könnte ja irgendwo auf der Map, wenn er überhaupt verblutet. Na, oh Gott. Ach, komm, dass uns einfach wieder warm wird. Kann ich den Hammer reparieren irgendwie? Sachen, die Annika bewegen, können wir den... Tannenholz. Wir brauchen Tannenholz für den Hammer? Das ist höchst interessant. Das ist gut zu wissen. Tannenholz. Okay, okay, gut. Oh Gott. Also, ich hatte gerade weniger Angst. Hatte gerade weniger Angst vor dem Wolf als vor dem dünnen Eis, weil ich da irgendwie nicht weggekommen bin. Das war jetzt. Ach, dachte ich, ich glaube, ich wollte. Wollte ich nicht noch weiter das Messer wetzen? Ich wollte weiter das Messer wetzen. Stimmt. Weil das ist gerade. Sollten wir ein Kadaver finden für uns. Überlebensnotwendig. Bei 90%. Damit kann ich erstmal leben, wenn ich ehrlich bin. Damit kann ich leben. Komm, eine Kiste kann ich noch. Eine Stunde. Komm, ist mir jetzt auch putzig. So. Kaputte Metalltür. Sonst... Ah, hier liegt sonst nichts weiter rum. Schade aber auch. Ich habe nämlich, in dem anderen Spielstand habe ich nämlich im Lagerbüro den Sessel auseinandergenommen. Dieser blaue Sessel, der da rumsteht. Und von so an. Und als ich den auseinandergenommen habe, ist da halt, stand auf einmal halt eine Gipfelbrause. Und
Machen wir mal neu hin. Und das war ziemlich lustig, weil die hätte man eigentlich sehen können. Wie viel Zunderbündel habe ich denn jetzt mit? Acht. Acht, acht, acht. Ja, die hätte man eigentlich so sehen können, aber die hat man dann erst gesehen, als ich den Sessel auseinandergenommen habe. Gut, ich packe jetzt den Bettstein weg, fülle nochmal meine Lampe auf und gehe dann woanders hin. Ich versuche, zu dieser kleinen Insel da zu kommen. Wenn das möglich ist. Es wird ja auch nicht besser draußen. Das Wetter wird nicht besser. Die Tiere werden nicht weniger. Das ist alles sehr semi-optimal hier. Aber wie gesagt, nicht verzagen. Selbst wenn wir irgendwann sterben sollten, ich fange einfach nochmal an. Wir können ja nur aus allem immer lernen. Habe ich das jetzt aufgebraucht? Nee, wollte gerade sagen. Aber den Bettstein würde ich gerne wegpacken. Den würde ich gerne wegpacken. Irgendwohin. Und ich finde das immer nicht alles hier. Wie viel haben wir denn? 24. Puh. Einmal Angelzeug haben wir noch. Ah. Das Blöde ist, dass wir halt über den Tag Zustand verlieren. Weil, ja, wir nicht essen. Absolut normal. Aber ich kann es halt nicht ändern. Ich spaziere jetzt hier einfach mal ein bisschen lang. Okay, ist zwar neblig, aber ich sehe sonst weiter gerade keine Gefahr. Außer, dass ich überhängen bleibe. Den Bär sehe ich gerade auch nicht. Krass, wie schnell. Also, wo das dünne Eis ist. Ich heb mir mal das Rennen auf für einen Rückweg, weil wir sind schon ein bisschen müde. Krass, das mit dem dünnen Eis hätte ich nicht gedacht. Habe ich mich gerade wirklich erschrocken, muss ich sagen. Ich wollte auch... Wo ist denn da hinten? Ist der Wasserfall. Da würde ich auch nochmal gern hin. Da ist ja diese Brücke. Aber erstmal gucken wir hier. Und ich hoffe nicht, dass hier... Oh, das sind Rehe. Essen. So fern und doch so nah. Ach, übrigens, ich war neugierig und wollte wissen, ob in Kanada wirklich... Jetzt klartet gerade auf, wie gut. Ob da wirklich Walfang betrieben wird. Aber Kanada zählt nicht zu den Orten. Ich glaube, Japan, Norwegen und Island sind noch die Orte, die aktiv Walfang betreiben. Kanada nicht. Also, weiß ich nicht, ob es mit Absicht so gehandhabt ist. Kleine Insel. Das wird sogar Arschhorn. Dass das wie illegal sein soll, diese Verarbeitungsstation, ist gar nicht mal so uninteressant, ne? Hier sind Hoppelhäschen, das ist ja gut zu wissen. Wo unsere Hasen fallen. Da hinten ist Meer. Ich bin immer noch fasziniert davon. Und das ist eine Leiche. Was rennt denn der Hase weg? Und warum klingelt es bei mir gerade? Ich lasse es einfach mal klingeln, weil ich habe gerade jemanden hier, der da rangehen kann. Wie praktisch. Ich habe jemanden hier, der mir eine Aufnahme gerettet hat. Eine Leiche. Eine Dose Sardinen. Ist ja... Wow. Was hatten die? Wenn die... 26%? Ey, komm, nicht mit mir. Tut mir leid. Ich weiß, ihr regt euch bestimmt drüber auf. Ist mir egal. Ich esse die nicht. Ach, je, je. Ist bestimmt die Nachbarin.
Von der wurde nämlich ein Paket abgegeben. Hier bei mir. Und das liegt hier schon seit Tagen rum. Das ist jetzt bestimmt, die war bestimmt im Urlaub. Aber ich habe gerade den Steffen bei mir, weil wie ihr sagt, bei mir ist eine Aufnahme dezent völlig an den Arsch gegangen. Lügen, alles Lügen. Ich weiß nicht, was da passiert ist und ich habe einfach gar keine Geduld zur Zeit dafür. Und der Steffen meinte, nee, das kriegen wir hin. Und er hat es tatsächlich wohl hinbekommen. Ich bin begeistert. Alles Lügen. Sagt Hallo zu Steffen, ja. Ah, ja, was die Nachbarin mit dem Paket? Ja, ja. Ah, okay, gut. Na dann, super. Ja, sie waren im Urlaub. Seht ihr. Also, ja. So, gut zu wissen, dass hier Häschen sind. Aber wirklich, ich habe Angst, hier rauf zu gehen. Ist da dünnes Eis? Das ist absolut dünnes Eis. Und ich begebe mich ja auch gerade auf dünnes Eis, indem ich... Ah, wir trinken mal was. Wir trinken mal was. Wir brauchen hier Hasenfallen. Aber kann ich da hinten lang gehen kurz? Vielleicht nicht, dass sie was... Ich will nichts mehr sehen. Hier sind seltsame Geräusche. Ich dachte gerade... Ich rede gerade nicht, weil ich horchen muss. Okay, wenn die Hasen lang gehen können, dann kann ich doch hier auch lang gehen, oder? Hui, schnell hier hoch, dann passiert auch nichts. Gut, nee, also die Hilfe, jetzt wird mir sogar Lebkuchenherzen. Wow, was für Zauber, sowas hätte ich gerne das öfteren bei Moon. Ich kann doch jetzt nicht essen in der Aufnahme, das funktioniert. Ach Quatsch, ich esse nicht in der Aufnahme, ich schmatze doch den Leuten hier nichts vor. Aber da hätte ich mal ein gutes Thema, was du ansprechen kannst. Das ist ein gutes Thema zum Ansprechen, ja, das sollte ich aber in einer nächsten Folge dann machen, weil ich gerade... Ich gehe mal in die Riken rein und werde da den Part beenden. Haben wir noch... Oh Gott, und es ist nicht so gut. Ich würde gerne unter diese Brücke da. Da ist ja dieser Wasserfall, Pflicht. Oh. Also in der größten Not, wenn wir hier gar nichts erreichen an dem Ort, müssen wir zur Küstenstraße, aber... Das Lustige ist, in dem Sandbox-Modus... Den habe ich, den anderen habe ich im Rätselsee angefangen. Und da habe ich sofort ein Gewehr gefunden. Das war, ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Naja, den hatten wir schon. Okay. Dann hatten wir heute mal einen Gast. Wir hatten noch nie einen Gast in Salon Dark. Vielleicht wird mal Zeit, einen Gast in Salon Dark einzuladen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und werde mir gleich ein Lebkuchenherz essen. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Und ich mach mal lieber den, sonst erfriert mir Anna hier, die Gute. Und das möchte ich nicht. Dann, ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.